Ohne Kulturwandel wird es keine digitale Transformation geben. Und diese ganzen Workshops und Trainings, die wir bis jetzt gemacht haben, haben nicht gereicht und die werden nicht reichen. Deswegen ist meine Empfehlung, aus dem Thema Kulturwandel ein strategisches Unternehmensziel zu machen. Und wie jedes strategische Unternehmensziel braucht auch der Kulturwandel einen Verantwortlichen. Und damit meine ich nicht einen Prozessverantwortlichen, sondern einen Ergebnisverantwortlichen.